So Leute, wie versprochen haben wir jetzt hier Maurice Ballerstedt an meiner Seite. Wie gestern versprochen, wie geht's dir? Gut. Keine Ahnung, ich hab mir irgendwie den Arsch geprellt oder so. Ja, also heute fahre ich nicht mehr mit. Was ist passiert? Ja, hier Markus Sander oder wie der Vogel heißt aus Dänemark. Muss ich mal neue Reifen kaufen. Der ist in der Kurve, Kreisverkehr weggerutscht. Da gab es gar nichts wegzurutschen. Ja, ja, und dann wollte ich noch irgendwie rüberspringen, aber das hat dann nicht mehr so gut geklappt. Ja, lag ich aber Fresse. Ich wollte eigentlich nochmal weiterfahren, aber ging dann doch nicht. Ja, ja. Okay, hey. Ja, dann wünschen alle Fans die gute Besserung. Kann ich mal das helfen? Genau, ich mache dann heute, filme ein bisschen was vom Rennen. Dann passt es schon. Oh, wir sind ja gerade am Startort angekommen. Als Krüppel kann man sich hier zum Glück ein bisschen drücken von der Arbeit. Ja, mal gucken, gleich geht's los. So, wir sind jetzt hier am Ziel. Wir werden sie nachher durchkommen, das ist 50 Meter Marke. Ja, also direkt in der Kurve, ich sag, es gibt einen Sturz. Ja, der BDR hat uns sogar mal ein paar gute Wasserflaschen gegönnt. Die waren sogar mal in Spendierlaune. Ich warte jetzt hier gerade auf die anderen, wir müssen gleich kommen zur Teampräsentation. Ja, irgendwie erscheinen sie nicht. So. Hier, das ist, weiß ich nicht von wem. Dann nehmen wir uns einfach mal ein paar Bananchen. Kriegt ja keiner mit. So, ich habe gerade auch die Dänen entdeckt. Das ist der Typ, bei der mich gestern zum Sturz gebracht hat. Oder? Nee, doch. Da, der letzte. Den weißen Helm 46. Mein Freund. So, Germany ist da, nur noch zu fünft. So, jetzt geht's gleich los. Da vorne stehen sie. Es müssen heute um die 80 Kilometer sein. Ja, ähnlich schwer wie gestern. Ich hoffe mal keiner stürzt von denen und die Einfahrt, die müsste Leslie eigentlich sehr gut liegen. Leslie, ich hatte gestern sogar Chancen aufs Podium gehabt, aber wurde falsch geleitet vom Ziel. Naja. Ich glaube, heute könnte es was werden. Henry, und was? Nein, nein, das ist so ein UTI, erste, zweite, und das zeigt nichts anderes. Echt? Das ist ja Bündner so in der zweiten Runde stand aber, wir, warum? Wir sind ja, weil die uns alle fast umgefahren haben. Das ist aber die erste Runde, da bin ich ein bisschen in den Berg reingegangen. Nee. Nee, war gut. Auf Kunst und 4 war eigentlich ziemlich viel gesehen, ne? Ja, ist das. Gib mal ein Wasser, bitte. Ich hab nichts dabei. Achso, warte, weiß. Ich hab nichts dabei. Ist hier. Na, ist nix. Kannst du trinken, wie wir sind. Läuft es? Na? Ah, Dritter, ne? Ja, ist doch gut. Eriks Vater, du sahst zwischendurch ein bisschen grau aus. Ja, macht das. Ja, ich bin auch ein bisschen. Erik, zweite Halbetappe. Bist du fit? Nee. Überhaupt nicht. Das sieht gar nicht so aus. Ja, nein, Henry fährt sich gerade warm. Der ist übermotiviert. Genau, und Olke, wo ist denn dein Monster? Henry, bist du ready? Nee, leider nicht.
ist zu anstrengend. Ja, du bist ja fast zeitgleich, ne? Mit dem ersten. Kannst ja. du alles rausholen. Sagst du. Nee, ich fahr dann nachher im Auto mit, ja? Auf geht's, Henry! Jetzt kommt unsere Gerade und jetzt lassen wir einen Gang stehen. Jawohl, komm! Alles jetzt, alles, komm! Da vorne ist der Pole! Hopp, 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 hopp! Das ist richtig. Komm, da fahren wir hin jetzt! Da fahren wir jetzt hin! Auf geht's, komm! Hier! Hier alles! 600, komm, auf geht's! Alles jetzt! Komm, hopp, hopp, hopp! Gleich geschafft, alles! Da fahren wir noch hin, komm, da fahren wir noch hin! Jawohl, hopp, 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 hopp! Komm, jawohl, auf geht's! Hopp, Henry, hopp! So, wir haben jetzt Bier, Pascal Keop hier. Keop. Keop. Wie lief's heute, beide Etappen? Ja, ging schon. Gut rübergekommen. Ordentlich fürs Team gearbeitet hier. Danke. Herr Oelke, wie lief's heute? War ganz gut. Der Straßenrennen war ganz in Ordnung, wie gesagt. Und Zeitfahren, die Kurven ein bisschen zu paranoid genommen. Und ja, die Zeit war halbwegs in Ordnung, aber hätte noch schneller sein können. Ne? Also ich habe mich heute schon extrem stark gefühlt. War sie wie neu? Hat leider nicht ganz mit dem Sieg geklappt. Wahrscheinlich habe ich die Kurve nicht so gut genommen, aber... Im Auto. Ich denke, morgen wird es klappen. Ja. Vater Serik, willst du noch Kommentare zum Rennen abgeben? Nee, jetzt nicht. Er ist leider enttäuscht, ja. dass er nicht gewonnen hat. Er hat fest damit gerechnet. Ja. Herr Lewis, ein Siegerstrauß für die Mama. Hulik, hau ab jetzt. Und der ist, nicht für die, der, ist nicht für die, der ist nicht für die Mama. Wieso nicht? Für die Hanna. Was? Die Leute wirst schon sehen. Ist er für mich? Ach, wie lieb. Nee, für dich ist er nicht. Also doch für die Hanna. Du wirst schon sehen. Ja, jetzt sag mal, was ich dich so. Jetzt hau ab, Ulrich, Alter. Rennen. Nein, ich hab jetzt keinen Bock. So, er hat sich ein Drittplatzierter an. Ja, war ja nicht drittplatziert. Natürlich. Nein. Natürlich. Nein. 20 hast du gesagt im Moment. Da! Im Straßenrennen war es dritter. Es geht um beide Etappen. Ja, und jetzt schon vorbei. Leute, wir hören hier Warum leider Sie? Nur Mi. Das nennt man aerodynamisch. Seine Nummer angebracht. Ey, ein deutscher Meister. So Leute, last stage done and dusted. Also, wir sind alle done and dusted. Alles fast schon leer. Jetzt geht's gleich zur Abfahrt. So, heute stand nochmal 115 Kilometer mit 1700 Höhenmeter an. Also recht knackig. Mein Ziel war es, Sprintrekord zu holen. In der ersten Runde, also war immer so ein steiler Berg, 1 Kilometer mit 10% Durchschnitt. In der ersten Runde sind wir so weit hinten reingefahren, dass ich da sogar aufgeplatzt bin, weil halt vor uns Löcher gerissen sind. Kein Problem. Nächste Runde, vierte Position reingefahren. Der eine geht attackieren. Ich war mit dabei. Hier sind die anderen. Ja, moin, Ruhe, mach die Kamera jetzt aus. Hier. Auf jeden Fall war ich mit dabei. Merci dir. Dann konnte ich die darauf folgende Sprintwertung gewinnen. Unser Vorsprung betrug circa eine Minute immer aufs Feld. Du schreibst keinen Text, sondern du musst. Du schreibst keinen Text, du kannst es ganz normal sagen. Ich sag's doch ganz normal. Und genau. Dann die. Es waren 5 Runden und. Ja, ist ja nicht so blöd. Ich glaub, 5 Runden, ja, Mann. 5. Auf jeden Fall, wir haben gut zusammengearbeitet vorne. Nächste Sprintwertung konnte ich gewinnen. Sprintregel damit sicher. So, dann ging es noch um Tagessieg. Leider wurden wir noch eingeholt. Einer aus der Spitzengruppe konnte sich nochmal absetzen, gewann damit das Rennen.
Ich habe mich dann nochmal versucht, halb aufzuopfern für die Mannschaft, ging aber gar nichts mehr und bin dann zum Schluss auch noch aufgeplatzt. Und dann wurde ich, keine Ahnung, 50. oder so. Und ja, Sprintrekord gewonnen. Bei den anderen lief es einigermaßen gut und wir machen jetzt eine Abfahrt. Natürlich auch noch vielen Dank an Familie Lürs, dass ich da mitfahren darf. Much thank yous. Tim Mölke, willst du noch was sagen zu deinen Fans aus Thüringen? Nee, eigentlich nicht. Ich habe meine Kurbel wieder, alles ist gut. Er hat seine Kurbel nämlich verloren und ist dann mit einem geilen Ersatzrad weitergefahren. Oh, fast hätte er gewonnen, ne? Ganz knapp. Naja, harte Rundfahrt, oder? Ja, schon.